Deutschland sucht den Superstar. Natürlich, wir Buxtehude auch. Schauen Sie doch mal. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit der Honigbiene. Und sie war da befreundet mit so einem anderen Typ noch und da kam ich dann zufällig dazwischen. Raude Gröt, Raude Gröt, Raude Gröt, kiek mol, wat lüt hein hüt et, eins rundum het hei vergeten. Raude Gröt, dat is n Eden. Jetzt kommt er, der absolute Rock'n'Roller, King Rocco Gummibärchen mit seinem Superhit Banane. Banane! Die unendliche Buxtehuder Geschichte über den Verwaltungsneubau. Am 15.04.2005 sagte die Verwaltung, erst bauen und später über die Kosten streiten. Genial. 21. März 2006. Der Bauunternehmer Oetken hat den Bau stillgelegt. Ich weiß nicht, ob es sich hierbei um eine Stadtmarketingaktion handelt, weil man mit diesem Pannenbau schon so oft in der Zeitung war, dass man mittlerweile süchtig ist. Oder ob die Stadt an dem Image arbeitet, statt Buxtehude Schilda zu heißen. Und diesen ganzen Schlamassel verdanken wir einer PPP. Ganz gewiss haben Sie bei Ihrer jüngsten Zeitungslektüre festgestellt, was für einen politisch gebildeten Bürgermeister wir wirklich haben. Aber was ist PPP oder PPP? Was er uns wohl damit sagen will? Pauken, Plunder, Promenade? Pakistan People's Party? Flaums Posthotel Pegnitz? Pier Paolo Pasolini? Pädagogik, Philosophie, Psychologie? Plan Pueblo Panama? Papalapap. Er meint sicher Pleiten, Pech, Pannen. Bux TV. Der Sender ohne Werbung. Seit ich bei McDonald's esse, hab ich Pickel in der Fresse. Das Buxtehuder Hinterhoftheater hatte geladen zum St. Patrick's Day mit Benjamin Seuker. So viel Guinness. Zu 1. Sie haben es alle gesehen. Wir werden Weltmeister. Der Cleansee hat gewonnen. Und zwar gegen die B-Nationalelf der USA. Daraufhin hat Bux TV Klinsmann angesprochen und hat ihm angeboten, auch mal gegen Buxtehude zu spielen. Es ist schon übel. Es ist schon übel zu wissen, man spielt mittags um 3 bei 40 Grad, nur damit das Fernsehen eine Übertragungsrechte hat. Ne? Das ist das, was einen ankotzt.